Ich hätte gerne einen Döner, bitte. Komplett. Komplett mache ich gerne. Wer hat ihn nicht schon probiert? Den Kaya-Döner in der Gröper Straße. Ein abwechslungsreiches Angebot vom Döner-Teller bis zur Döner-Box. Was die wenigsten wissen, der Döner-Spieß wird in Wittstock produziert. Die Familie Kaya lebt seit 1995 hier in Wittstock. Die haben den Döner damals nach Wittstock mitgebracht. Und seit 2008 produzieren wir auch die Dönerspieße selber. Momentan haben wir 53 Mitarbeiter, die bei uns tätig sind. Ich bin seit 2018 der Geschäftsführer der Kaya Döner Produktion GmbH. Was gehört denn eigentlich alles in einen echten Döner? Zuerst machen wir das Brot warm. Zu einem kompletten Döner gehört Kräutersoße, Knoblauchsoße, Chili, Fleisch, Zwiebeln, Rotkohl, Weißkohl, einen gemischten Salat. 16 Döner sollen im Jahr pro Kopf in Deutschland als Mittelwert verzehrt werden. Das sind rund 200.000 Tonnen, das heißt täglich ca. 550 Tonnen Dönerfleisch. Es gibt rund 18.500 Dönerimbisse und türkische Restaurants. Alle müssen mit Dönerspießen versorgt werden. Und so gibt es bei Kaya viel zu tun und auch Visionen in die Zukunft. Unsere Firmenphilosophie ist, dass wir die Produktionshalle weiter erweitern möchten. Die Gespräche mit der Stadt haben wir schon durchgeführt. Wir produzieren momentan am Tag 12 Tonnen. Und wer möchte, kann die Produktionshalle besichtigen. Davor bitte erstmal Bescheid geben. Wie gut, dass ich das getan habe. So bin ich bereit für einen Blick hinter die Kulissen in den Produktionsablauf der Dönerherstellung. Wie ein Döner produziert wird, das zeigen wir euch heute. Jetzt mal rein. Was mir gleich als erstes auffällt, es ist ganz schön laut. Hier arbeiten 30 Leute, die produzieren den Döner für Wittstock und für ganz Deutschland bzw. für ganz Europa. Bei uns ist Fleisch Chefsache. Der Supi Kaya, der hier vor Ort steht, er ist am Fleischwolf und wechselt das Fleisch. So sieht die Mischung aus. Dönerproduktion heißt Akkordarbeiten und das nicht nur für die Maschinen. Ein harter Job und wahrscheinlich nix für Veganer. Produktionsabläufe sind getaktet und Stillstand kostet Geld. So geht das Dönerhack zum nächsten Verarbeitungspunkt. Jetzt kommt unsere Gewürzmischung, unser Geheimrezept auf den Döner. Jetzt macht unser Abdulrahman das Gewürz rauf. Man kann es gucken, man schmeckt es raus, aber es ist einzigartig. Es ist patentiert auf unseren Namen, Döner Kaya Kebab. Die verschiedenen Dönerprodukte werden aus Kalbs-, Rind-, Truthahn- oder aus Hähnchenfleisch hergestellt. Die Fleischsorten gibt es als Scheibenspieß oder einfach nur als Spieß. Jetzt kommt das Hackfleischgemisch raus. Man erkennt auch, was für eine Wucht ist. Das sind ungefähr 400 Kilo, die runterkommen. Aber die Maschine ist so klug, dass es gleich in den Kübel reinkommt. Jetzt kommt ihr Hackgemisch in den Kebab rein. Das Hackfleischgemisch kommt hier raus. Der Dönermeister steckt es übereinander. Die Hackfleischmischung und Scheibenfleisch jeweils übereinander. Zweimal Hackfleisch und einmal Scheibenfleisch. Bis zu 25 Kilo produzieren. Nachdem das Hackfleischgemisch dem Schneidermeister übergeben wird, macht er diese Augen gerecht. Er schneidet das, damit man es besser verpacken bzw. auch verkaufen kann. Döner wurde geschnitten, jetzt muss es endverpackt werden bei dem Wickler. Der Kollege wickelt das Döner, er wickelt am Tag bis zu 150 Döner ein. Von 5 Kilo bis 145 Kilo packt er ein, der junge Mann. Benutzt ungefähr für 40 Kilo Döner bis zu 30 Meter Folie.
Nachdem der Döner gewickelt wurde, muss er auf den Dönerwagen rauf. Das macht der Kollege vor Ort mit den Spießen. Jetzt ist der Döner auf dem Wagen drauf, jetzt ist er gefrierfertig. Jetzt kann er gleich in den Schock rein. Hier wird er auf minus 40 Grad tiefgefroren. Hier drinnen ist es, jetzt haben wir minus 30 Grad. Es ist sehr kalt, aber es ist das Herzstück der Firma. Weil tiefgefrorenes Fleisch kannst du liefern weltweit. Und wo geht diese Lieferung hin? Holland und Irland. Wir liefern wir auch demnächst. Und wenn es nicht tiefgefroren ist oder schockgefroren ist, auf minus 40 Grad runter, kannst du es nicht weiter verarbeiten bzw. weiter transportieren. Weil die Kühlkette muss eingehalten werden. Kühlkette ist gut, aber ich möchte doch lieber wieder in die Halle, ins Warme. Und da gibt es ja auch noch was zu entdecken. An dieser Position schneiden die Mitarbeiter das Scheibenfleisch. Je nach Form, je nach Größe, für jeden Döner extra. Alles Handarbeit, keine Maschine erstmal. Das machen die am Tag 8 Stunden lang und bis zu 800 Kilo pro Person. Je frischer das Fleisch, desto schmackhafter das Döner. Hier sehen wir auch in der Kühlzelle, was wir Fleisch haben. Das ist wie die Wochenration erstmal. Ein weiteres Herzstück ist unsere Schüttelproduktion. Da gehen wir jetzt mal rein. Und dort werden natürlich die schicken Dönerspieße gesteckt. Ich wollte bloß mal erklären, wie Hähnchenkeulen hergestellt werden, geschweige Döner von denen gemacht werden. Die Ware sind Hähnchenkeulen, die werden frisch produziert, die werden frisch geschlachtet, die werden innerhalb von einem Tag, zwei Tagen hier angeliefert, wird sofort in der Kühlung, die ist weiter hinten, bei 1 Grad bis 2, 3 Grad gekühlt. Und damit können wir immer nach und nach, wie Sie hier sehen, produzieren. Ich fülle es mal vor, hier wird der Beckenknochen weggebrochen. Damit Sie mal sehen. Einmal durch, zack, langsam. Jetzt mache ich mal langsam. Hier unter, wegnehmen, umdrehen, runter, um die Knorpel, damit kein Knorpel dran bleibt, so weit, ne? So, und so ist die Hähnchenscheibe dann. Die wird nachher hier geöffnet, bevor es auf dem Dönerspieß so gebaut wird. Und dann von hier aus gehen sie dann in eine Maschine. Dann können wir mal hier rüber gehen. Das Fleisch wird hier in die Maschine hier reingeführt mit Soße, Wasser, Joghurt, Gewürzmischung. Hier wird 35 Minuten gepoltert, dadurch wird das gleich eingezogen in das Fleisch direkt und dadurch wird es auch ein bisschen lockerer. Wenn wir hier jetzt sehen, bei den Kollegen, wenn es fertig ist, wird das hier auf den Tisch gemacht und alles handgemacht, wird dann systematisch gesteckt, je nachdem der Größe. Da wissen die Kollegen alleine, dieses eingespielte Team ist auch nicht einfach, weil die ganz genau wissen müssen, wie viel Gramm nachher, ob 100 Kilo, 200 Kilo, 25 Kilo. Und so bauen die das hoch und nachher wird es beschnitten, gewickelt und wie gesagt, was wir da hinten sehen, wird nachher schockgefroren. Somit ist die Garantie gewährleistet, damit keine Unterbrechung der Kühlung stattfindet, also damit kann es schlecht werden. Ne? Döner aus Wittstock. Ob schicken oder Klassik. Einfach mal probieren bei Kaya Döner in der Gröper Straße. Und den hier nehme ich mir mit.